Herzlich willkommen auf dem Acker. Heute wieder unterwegs. Mit Anhang. Stefan ist mit dabei. Andreas ist mit dabei. Die Alex ist mit dabei. Liebe ist mit dabei. Und Blume bin auch dabei. Und ich habe das erste Signal. 95. Jetzt. 95, aber ich habe Befürchtungen. Ich setze erstmal die Kamera auf den Kopf. Kamera sitzt auf dem Kopf. Ich hatte nämlich auch gerade schon Eisenschrott und das nicht wenig. Das ist das erste richtige Signal und ich habe die Befürchtung, dass es wohl Alu sein wird. Hä? Hä? Wo ist es denn hin? Ist weg? Gibt's doch gar nicht. So ein schönes Signal. Ne, ist es das gewesen hier? Oh nee, ein Wurstsippel. Die Scheiße. Das sind die Kriebel, die ich hasse. Wenn du mich fragst, was kannst du überhaupt nicht leiden, dann sind das Wurstsippel. Nee, du Wurstsippel. Als erstes Signal außer Eisen. Und das klingt auch so, als wäre es irgendwas Großes aus Aluminium. Ich hoffe nicht. Hä? Doch. Nee, hä? Was ist das? Guckt sie schon raus? Das ist es. Oh nee, ein Knopf. Ein Alu-Knopf. Einmal Knopf aus Aluminium. Ich muss erstmal meine Lautstärke ein bisschen leiser drehen hier. Ich bin bloß vor neben Andreas gelaufen, der hat ja hier übelst laute Lautstärke. So, 65. Man könnte auch mit Kopfhörer laufen, aber da hört ihr ja wieder nichts. Das ist der Nachteil. 65 ist immer noch drin. So, ich hoffe, es ist jetzt was Ordentliches, ansonsten zeige ich dann erst... Hä? Zeige ich dann erst, wenn ich weiß, was es ist. Wo ist denn das hin? Das soll es gewesen sein? Ein Eisennagel? Ich glaub's bald nie, hä? Nee. Es ist einfach tiefer. Es ist einfach tiefer versteckt. Es ist draußen. Es ist draußen. So, Stefan rief auch gerade, der hat seinen ersten Wurstsippel. Da freue ich mich natürlich. Wurstsippel-Premiere. So, wollen die mich veräppeln hier? Hä? Gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich verarsche mich schon wieder selber hier, hä? Wo ist das hingeflogen? Ach, hier rüber, okay. Da habe ich natürlich nicht geguckt. Da ist es. Da ist es. So, und? Hahaha, Silber! Silber, Silber, Silber! Hahaha! 24 Taler! Ja? Oh, die ist geknickt! 83. Oh Gott, hier ist der Boden wieder wie Butter. Hä? Immer noch drinnen. Oh Gott, au, jetzt hätte ich mir bald hier so ein... Oh. Ich habe alles kaputt. Hätte ich mir bald so einen Scheißstab hintenrum einverleibt. Kann aber nicht wahr sein. Hä? Ah, Alufitzel. Oh, das war jetzt knapp. Da brauchst du eigentlich ja so eine Schnittschutzschlüpfer, damit du dir nicht aus Versehen was einführen kannst auf dem Acker. Hier hat schon 83er, das war das Alufitzel. Jetzt habe ich hier wieder einen 83er, habe ich nicht gefilmt, weil ich dachte, das wird der Bruder vom Alufitzel sein. Und was ist es? Eine wunderschöne Schlitzrose. Vor allen Dingen ganz. Stefan! Wunderschöne Schlitzrose. Geil! Herrliches Teil. Ah, die sieht richtig geil aus.
Die sieht klasse aus. Was ist das? Das sieht ja auch interessant aus. Das sieht aus wie so eine Tülle von so einer Pulverflasche. Oh Gott. Das sieht aus wie so eine Tülle von so einer Pulverflasche. Könnte auch durchaus möglich sein. Oder irgendwas anderes. Nee. Was ist das? Das ist doch von dem, oder ist das von dem Schirm? Von dem Schirm oben der Abschluss. In dem Material? Ja, ja, das ist Kupfer. Auf jeden Fall sieht es cool aus. Mal, das ist auch verziert ringsrum hier. Und das sind dünne Streifen. Ja, siehst du, das ist wie so ein... Ja? Das war mal langgezogen. Interessantes Teil. 73. Ich bin jetzt mutig und zeig's gleich. Noch der Schlitzrose und der Silbermünze. Oh, es ist noch drinne. Es ist noch drinne. Stefan ruft gerade, es ist ein wunderschöner Ton. Vielleicht passt der wunderschöne Ton auch zu dem wunderschönen schönen Stückchen Blech oder ist es was anderes? Hä? Gar nicht. Ist weggeflogen. Ja, hier. Kacke. Tube. Das war ein ziemlich großes Paar 70er. Was ist es? Hä? Hä? Ah, hier. Eine Musketenkugel. Die darf ja nicht fehlen. Das müsste Alu sein. Das müsste Alu sein, meinst du? Das sind zwei Signale. Sebastian hat auch nochmal so einen schnarrenden Ton. Ach du selbst. Das würdest du sagen, ist Alu. Das würdest du sagen, ist Alu. Mit was läufst du? Mit dem Sniffer? Ja, auch mit dem Sniffer. Läufst du auch mit dem Sniffer? Ich laufe auch mit dem Sniffer. Ja. Kennst du das Programm von Stefan? Der Stefan soll cool sein, habe ich gehört. Ja, ist er. Ja. Kein Alu. Kein Alu. Nein, und zwar ist das. Ja. Ja. Nichts. Ein Stück Blech. Kupferblech. Kupferblech. Kein Alu. Gut. Nee, da, ja? Guck mal, wir haben drüber. Nee, fahr da hinten. Nee, stimmt. Weil ich hatte das Klang gerade ein bisschen anders, das kann so. Wie ja, das scheppert. Das scheppert. Das. Weißt du was? Das kann vom THW ein Abzeichen gewesen sein. Der THW, vom WHW, vom Winterhilfswerk. Da sind Leute auf jeden Fall dran. Die sind noch. Hast du dich gepiekst? Jetzt hast du. Gepiekst. Also, wir wollen in die Richtung runter. Auf jeden Fall interessant. Ich dachte, ich gerade eine Musketenkugel, deswegen habe ich nicht gefilmt. Es ist auch keine Musketenkugel. Es ist ein Ding. Was ist denn das? Ist das Blei? Man kann es gar nicht einschätzen hier. Scheiße, wo ist es jetzt hin? Es kann auf jeden Fall kann's springen. Ihr habt es bestimmt gesehen, wo es hingeflogen ist. Ich habe es jetzt nie gesehen. Da ist es. Ich dachte wirklich eine abgekniffene Musketenkugel. Ist es aber? Nee. Nö, es ist ein Ding. Es war alles abgeerntet, der einzige Nachteil ist, das ist hier Raps und die Stängel sind so hoch und noch nicht so sehr vertrocknet. Ist relativ hart, dann müssen wir uns hier ein bisschen durch die Furchen bewegen, aber ich filme jetzt nicht ohne Grund, ich habe da gerade hier einen Bornsäscher gehabt. 65. Ach, wir machen einfach durch die Rinnen hier durch. Die bis jetzt haben wir ja schon gut gefunden, also da gibt's gar nichts. Ja? Es ist auf jeden Fall noch drinne. Es ist auf jeden Fall noch drinne. Okay, hier drinne. Da ist es. Was ist das? Blei? Sieht doch ein Blei-Akolyt hier. Aber kein Tier, sondern irgendwie ein Stück geschmolzenes und
Oder doch nicht? Sieht da aus wie eine Fischflosse. Mit Punkten drauf. Das messen wir mal ein, das Ding hier. Ja, zwischen den Stoppeln haben wir auch ein Einacht, Zweinacht. 82. Oh. Mein Partner gekotzt hier. Ich würde sagen, wenn du scharf auf Sondeln bist und die ganze Zeit warten musstest, dann nimmst du jeden freien Acker, den du kriegen kannst hier. Weil dann, das ist ja, man ist ja hier, das ist ja Sucht, ist das ja. Hä? Ach nee, hä? Hier muss Gatengugel, die muss oberflächlich gelegen haben. Hier ist Moos drauf. Das ist zwar wieder so ein bubsniedriges, aber die paar 50er Signale, die waren ja bis jetzt nie immer Schrott, waren ja oftmals dann auch Knöpfe. Kleine aussehen Bronzeknöpfe. Was ist es in dem Fall? Gar nichts. Doch, hier, hier. Ja, da haben wir es wieder. Gerade sage ich es noch, Knöpfe. Ist auch kein aussehen Bronzeknopf, das ist ein alter Schlubberknöpf. Ein Schlubberknöpf. Jetzt hat es gerade Alufolie viel. Aber was ist das hier? 99. Was ist 99? Riesengroßes Aluminium? Oder? Ne, hier Eisen. Deswegen dieses Knatschen noch mit drin. Eisen. Das dürfte so weg sein. Es ist weg. Nein, jetzt nicht. Und daneben eine 73. Boah, hier ist der Boden schön fluffig. Also, was heißt fluffig? Auf jeden Fall nicht so elende getrocknet. Hä? Oh Gott, hab ich wieder geschielt oder was? Alu, ein Alu-Röhrchen. Das hat mir noch gefehlt. Ja, wieder genau am Tonebreak zwischen 85 und 86 springt ja mein Ton dann in den nächst höheren Ton. Ist ja beim Sniffer so eingestellt. Hä? Wo ist es jetzt hin? Ach, es ist noch drinnen. Ja, es lässt sich wirklich ein bisschen blöd schwenken hier. Die Stoppeln nehmt ihr nochmal. Die Stoppeln nehmen dir nochmal ordentlich an Tiefe weg hier. Aber ja, wie es eben so ist. Es sucht die. Es sucht die, geht trotzdem. Oh, da ist wenigstens ein stabiler Spaten hier. Da kannst du ja loshämmern. Haben wir es jetzt? Ich hoffe. Was ist das schon wieder für eine Krankheit hier? Ein riesen Okkulent aus Aluminium, das ist ja schön, das ist so ein Oberflächenfund, Glas, aber so schön verziert. Würde mich mal interessieren, von was das war. Das ist geil! Der Fund ist gut hier. Und zwar ist das eine Schuppenkette, ein Glied von einer Schuppenkette. Das ist der Kinnriemen von so einem alten Helm, von so einem Chaco nennt man das. Das ist, genau. Das ist ein Stück Schuppenkette. Geiler Fund. Wirklich, das ist ein geiler Fund, ja. Das freut mich. Das freut mich sehr. Waren immer aus Messing, hochpoliert, die Dinger. Herrlich. 49, man glaubt es gar nicht. Aber es ist eine Münze. Aber die ist total tot. Das Ding ist breit. Ich tippe mal eher auf den Reichspfennig hier. Aber so fix und fertig. Sehe ich sie selten. Reichspfennig, ne? Reichspfennig, Deutsches Kaiserreich. Zeig mal her, den Knöppi. Was ist er? Ist das ein Fuchs? Hä? Andersrum. Doch, so. Das sieht ja cool aus. Ja, ein Bär ist das, ne? Fuchs? Ja. Ein Fuchsbär? Mhm. Warte mal, hier, nimm mal den hier. Der dürfte geladen sein. Jetzt müssen wir mal gucken, was das ist, ja. Sieht aber wirklich sehr schön aus, habe ich auch noch nie gesehen. Stimmt, von irgendeiner Jagduniform. Ja. Ah, vorsichtig. Oh, eine schöne Patina. Nee, Wolf ist das.
Offener und ein Wolf. Ein Wolf ist das? Ein wunderschöner Knopf. Das wird auch ja von so einer Jagdkutte. Sehr schönes Ding. Er ist ein Daueralarm, aber er sagt, er hat Schmuck. Schmucki. Schmucki, Schmucki, zeig mal her. Ui. Ein Anhänger. Tatsächlich. Geil. Hey, das ist ein Heiligenanhänger. Geil. Ist das ein Heiligenanhänger? Das ist ein Heiligenanhänger. Vermute ich mal. Hey, wo ist der jetzt hin? Ja. 87-88er Signal in dem Haufen. Ach. Hä? Verarsche ich mich hier wieder selber? Nee, da ist es doch. Och nee. Das ist wieder so ein Justierring von so einem Stift. Ne. Oder ist es ein Tubendeckel? Ne, es ist zu. Es ist ein Tubendeckel aus Aluminium. Das, eine Münze kann es ja wohl nicht sein hier. Hat ein Loch. Oder? Nö, Knopf. Zinkknopf. Deswegen wieder dieses 47er Signal. Ein Zinkknopf. Ein Schlubberknopf. Was ist das hier? Ich habe auch irgendwas Komisches. Das sieht auch nicht aus wie eine Fibel, das sieht aus wie eine Fabel. Zeig mal. Hast du in die Hose geschissen? Direkt drumherum, ne? Ja. So kam es raus. Ja. Ich sag, oh nein, oh nein, oh nein. Patronenhülse. Patronenhülse. Das ist. Ja? Eine Pfeife. Eine Pfeife für Einäugige. Für einäugige Schlümpfe? Ja. Ist das eine Pfeife? Ja, das ist vom Bleigießen, das unten durchläuft. Genau, dass das kleine Würfel, dass es ein Würfel unten rauskommt. Ja, genau. Wieder so ein schönes Signal, aber. Das wird wieder nicht sein. Da denkst du dir, fliegen die Level gleich fort hier. Aber ich nehme immer vorher schon selber die Illusion hier. Weil. Nee, geil! Aber ich sehe schon aus Zink. Schade. Ein Koppelhaken. Ja, aus Zink. Schade. Die erzählen mir dein Zeug, ja. Kabelhaken, Kaiserreich, aber aus. Was klemmt denn hier drin? Aber aus Zink. Das ist bestimmt auch Silber. Und euer, in meinem Kabelhaken klemmt was drin. Was das? Ist ein Knopf noch im Kabelhaken drin? Ein Knopf? Guck mal, Kabelhaken. Kaiserreich, hier siehst du auch noch die Krone drauf, aber aus Zink. Schade. Oh, schön. Ah, hier ist irgendwas drin im Koppelhaken. Ja, hol's raus. Mach schon, das ist der. Zusammengepresste Münzen. Das ist der Schatz. Der Schatz ist das. Was ist denn das? Ja, ist wie ein Knopf hier drin. Ja, das war noch ein alter kleiner Knopf hier. Kurios. Aber trotzdem, Koppelhaken. 66, 67. Jetzt prasselt die Sonne hier runter. Boah. Da hast du erwischen hier Arschriffer. Hä? Weg. Da läuft die Brühe, die Puberze hinten runter. Das ist ekelhaft. Attention hat gerade geschrieben, es gibt gleich Mittag. Da können wir vorbeikommen zum Mittagessen. Das ist fein. Das freut mich. Hä? Oh nee. Was ist das? Ein Wurstsüppel in Form von dem Herz. Oder was? Toll. Das klingt wie Musik. 86. Und jetzt komm, was Schönes. So zum Abschluss. Ich hab nämlich schon Hunger jetzt. Hä? Wo? Wo? Da war's ja gerade. Das, was ist das schon wieder? Ein Stück Aluminium. Kein Abzeichen oder sowas. Komm, das 73 nehmen wir auch noch mit hier.
Ach, da ist schon rausgefallen. Da ist es. Ein Münzchen. Ein Reichspfennig Deutsches Kaiserreich 1876. Der sieht sogar schick aus, ja. Also wie er aussieht, hat er zur Hälfte aus der Erde rausgeguckt. Ja, mit Stefan und Alex, die haben sich wohl in die Haare. Nicht nass machen, doch nass machen. Oh. Apropos nass machen, du kriegst hier eine Schwitze gemischt. Das ist so. Ich hab gerade schon gelüftet. Man muss. Ja, aber richtig. Ich hab wieder nicht gefilmt. Ich hab nicht gefilmt. Soll ich dir sagen, was es ist? Das zweite Mal Silber. Aber ja, kennst du gar nicht mal drauf. Scheiße. Dein Angeber, oder? Ja. Du weißt ja, wer Kleines gemacht hat, muss wenigstens Glück beim Suchen haben. Naja, von mir aus. Wir haben mal eine Frage für Sebastian. Erstmal zeig ich mal dein Silber. Ist blank. Das ist kein Silber, das ist Alu-Chip. Das ist kein Alu-Chip, das ist also Alu-Chip. Ist also Alu-Chip. Kennst du das? Ja, das ist vom Regenschirm oben. Verdammte Kacke. Ich hab damals ein Jahr gebraucht, um Silber, aber blank. Kacke. Scheibenkleister. Ach, erkennt man ja doch noch was? Ne, ich denke mal, das ist so. Ich weiß es nicht. Mist! Dieses Drecksding hätte ich mir bald hinten rum einverleibt. Das sind Sachen, die musst du nicht haben. Wurstzübel Nummer 3. 4! Und das Schöne machen wir zum letzten Signal. 84. War eine schöne Runde. Eine kleine, schöne Runde. Was war denn? Eine Dreiviertelstunde. Zweimal Silber war dabei. Ein paar Knöpfe, Schnallenfragmente. War eine schöne Runde. Es war einfach zu warm. Jetzt gehen wir erstmal essen. Was? Letztes Signal, was ist es? Muskatenkugel. Eine Muskatenkugel. Das ist doch so ein Teil, womit man die Kerzen ausmacht. Ein Kerzenausmachding. Gerät. Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, wieder eine kleine. Eine? Runde. Ja. Also, wie lange waren wir jetzt? Anderthalb Stunden, eine Dreiviertelstunde. Yay, zwei Stunden. Zwei Stunden. Zweimal Silber, Knöpfe. Sechsmal Silber. Zweimal Silber, Knöpfe. Also sechsmal Silber in meinem Wünschen. Zweimal Silber Realität und diverse Knöpfe und was wir alles so haben. Ja, Muskatenkugel, Apotheke, Gewicht, Münzen. War alles dabei. Ja. In diesem Sinne, lasst dir mal ein bisschen Liebe da, Däumchen hoch da lassen. Zorten hoch, bitte. Ihr wisst ja Bescheid. Wir sehen uns. Wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr ganz viel liken. Bisschen Fehler. Tschüss.